Ja, also ich muss sagen, es ist wohl einer der schönsten Arbeitsplätze. Ne? Ja, als Kunde zu uns kommen, können Sie bei uns eine große Außenausstellung erleben, wo alle verschiedensten Materialien in Naturstein gezeigt werden. Mit unseren außergewöhnlichen Skulpturen unterschiedlichster Stilrichtungen schaffen Sie Oasen der Ruhe. Dass Menschen überhaupt in der Lage sind, so ein großes Loch zu buddeln, zu sprengen, ist schon grundsätzlich interessant für jeden Außenstehenden, auch für Ingenieure aus anderen Bereichen immer sehr interessant, wenn die hier sind und das sehen. Auch die Kräfte, die dafür genutzt werden, gerade die großen Steinbruchmaschinen faszinieren viele Kinder und viele Männer. Viele Männer werden dann wieder zu Kindern. Hätten Sie das gedacht? Fast jedes Produkt nimmt hier seinen Anfang. Im Steinbruch der Kalkwerke Oertelshofen wird das Material gefördert, aus dem unsere moderne Welt besteht. Eisen und Stahl, Glas, Kunststoff. Die Liste der Werkstoffe, die Kalk ermöglicht, ist schier endlos. Und immer beginnt die aufwendige Produktion mit einer gewaltigen Detonation. Detonationen, die man im Umkreis von Hunderten von Metern spürt. Tonnenschwere Gesteinsmassen, die anschließend mit martialischem Gerät bewegt werden. Herr über diese gigantischen Explosionen, die dem Fels das benötigte Gestein entreißen, ist Sprengmeister Gerd Uhlmann. Im Sprenggewerk bin ich seit 35 Jahren. Davon 10 Jahre im Bergbau und mittlerweile 25 Jahre bei der Firma Oertelshofen. Die Sprengung einer riesigen Felswand steht bevor. Routiniert, aber voller Konzentration beginnen die Vorbereitungen zu dieser nicht ganz ungefährlichen Mission. Sein Beruf stellt ihn fast täglich vor neue, interessante Herausforderungen. Diese Wand ist 29 Meter hoch und nach der Sprengung wird sie ungefähr 7000 Kubikmeter als Gesteinsmaterial vor uns liegen haben. Doch bevor Sprengmeister Uhlmann und seine Mitarbeiter mit dem explosiven Teil ihrer Arbeit beginnen können, wird die ausgewählte Wand per Lasertechnik vermessen. Anschließend sorgen riesige Bohrmaschinen für ausreichend tiefe Bohrlöcher, die für das Befüllen mit Sprengstoff notwendig sind. Beim Festlegen der Bohrparameter wird die Bohrmaschine in einem Durchmesser von 96 mm die Bohrlöcher erbohren. Je nach Wandhöhe wird dann die Tiefe praktisch auch dementsprechend festgelegt werden. Beim Bohren entsteht dieses Bohrklein, was man dann als Haufen neben den Bohrlöchern sieht, was später unser Pfropfen sein wird für dieses Bohrloch, um diese, um es einfach zu sagen, Flasche zu verkorken. Wenn wir das nicht tun würden, würde viel Druck aus diesem Bohrloch entweichen und einfach nach oben gehen. Der große LKW, auch Pump- oder Blaswagen genannt, mit über 7 Tonnen Sprengstoff an Bord, wurde bereits in Position gebracht. Diese Löcher werden mit einem pulverisierten bzw. Flüssigsprengstoff befüllt und als Schlagpatrone bzw. als Patrone, wo der Zünder drin eingebracht wird, nennt man auch Booster. Oder diese Boosters werden dann mit TNT befüllt. Akribisch wird nun jedes Bohrloch miteinander verkabelt. Das sogenannte Verklipsen. Jedes Bohrloch wird dann mit sogenannten Verzögerern versehen. Denn nicht alle Bohrlöcher detonieren gleichzeitig, sondern nacheinander. Nach dem Verklipsen der Sprenganlage wird am letzten Bohrloch an der Leitschnur der Sprengzünder angebracht.
Dieser ist elektrisch und wird dann später durch einen Elektroimpuls gezündet. Aus Rücksicht auf die anliegenden Anwohner werden die einzelnen Sprengfüllungen in Millisekundenabstand gezündet. Dabei wird die Bodenerschütterung auf ein Minimum reduziert. Wir haben eine Zündmaschine. Diese Zündmaschine wird elektrisch aufgeladen und wird durch einen Elektroimpuls, läuft der Strom dann bis zu diesem Zünder, wo er dann über eine Glühbrücke in Gang gesetzt wird. Und der wenige Sprengstoff, der in diesem Zünder ist, löst dann diesen Zündimpuls aus und wird dann praktisch meine Zünder Reihe in Reihe abfolgen lassen. Uhlmann und sein Kollege nehmen eine letzte Sichtkontrolle vor. Es ist 5:05. Ein schrilles erstes Warnsignal ertönt. Dann folgen laute Sirenen, die das gewaltige Ereignis einleiten. Gerd Uhlmann, einige hundert Meter weiter, geschützt in einer Glocke aus Stahl, betätigt die Kurbel, drückt den elektrischen Zündknopf. Die Erde bebt. Eine gigantische Felswand geht in die Knie. Wenn ich so eine Sprengung abgetan habe wie heute, ist nichts passiert. Vom Sicherheitsaspekt sowieso. Und wir sind auch ein gutes Team hier und dadurch macht die Arbeit zweimal so gut Spaß. Lediglich der Jeep des Sprengmeisters braucht jetzt mal wieder eine kleine Abkühlung. Jetzt sind die PS-Giganten gefragt. Also das Fahrzeug hat ein Eigengewicht von ca. 60 Tonnen. Gesamtbeladung, also beladen nachher ca. 120 Tonnen, die dann hier den Berg hochgehen. Das sind dann 60 Tonnen Ladung bis 65 Tonnen. Dann haben wir zwei Ladegeräte, ein 140 Tonnen Bagger im Einsatz. Das ist ein Hochlöffelbagger und ein Tieflöffelbagger von, denke, 80 Tonnen. Riesige XXL-Bagger und überdimensionale LKW beginnen den nächsten Teil ihrer wichtigen Arbeit. Doch vor ihrem gefährlichen Weg, teils ein oder zwei Meter nah an tiefen Schluchten vorbei, wird erst einmal XXL getankt. 750 Liter Diesel pro Tankfüllung. Dann macht sich der fahrende Männertraum aus Stahl und PS auf seinen eindrucksvollen Weg nach oben. Hier sind Nerven gefragt. Teils haarscharf am 60 Meter tiefen Abgrund entlang arbeitet sich Stefan Klüner die staubige Piste voran. Ein Job, der definitiv nichts für Angsthasen mit Neigung zu Schwindelgefühlen ist. Doch wo landet das abgebaute Gestein? Kommt auf die Qualität des Materials an. Geht dann, also das Schlechtere wird für den Straßenbau verwendet, geht zur Duomat-Anlage. Und dann haben wir ein Rampensystem mit verschiedenen Qualitäten. Momentan so Rampe 1 bis 5. Und je nach Qualität geht es dann auf die jeweilige Rampe. Im anliegenden großen Kalkbrennwerk wird nun der gewonnene Kalkstein bei über 1000 Grad Celsius zu hochwertigem Brandkalk veredelt. Dabei wird das natürliche Kohlendioxid CO2, das im Kalkstein enthalten ist, in mächtigen Brennöfen aus dem Stein getrieben. Übrig bleibt der weiße Kalk, ohne den sich praktisch kein Produkt herstellen lässt. Ja, die Faszination, erstmal so, wie hier, wie abgebaut wird, die das Schießen alleine, Sprengungen, die Fahrzeuge, ne, die gewaltigen großen Fahrzeuge, die Bagger. Einfach auch so die ganze Natur hier, ne, rundherum ist einfach schön. Zweifellos bedeutet jeder Steinbruch einen Eingriff in die Natur. Aber das heißt nicht grundsätzlich, dass sie darunter zu leiden hätte. Ein Teil des Steinbruchs holt sich ja sozusagen die Natur zurück.
Wir haben hier das Uhu-Projekt, wo letztendlich hier auch ein lebender Uhu sich irgendwo bei uns eingenistet hat und hier lebt und auch Nachwuchs bekommt. Und die Optik. Doch die Natursteinbrüche Bergisches Land haben noch viel mehr zu bieten als nur spektakuläre Sprengungen, XXL-PS-Giganten und Kalkproduktion. Das Besondere ist, wenn Sie zu uns kommen, wir sind nicht nur Händler, sondern auch Hersteller, sprich durch unsere eigenen Steinbrüche sitzen Sie direkt an der Quelle und können viel individueller dadurch auch beraten werden und Sie können den Stein viel näher erleben. Auf großen Stellwänden können Sie sich alle Muster anschauen, ja, oder auch anfassen und spüren, wie diese Oberflächen beschaffen sind. Alles, was in Naturstein gibt, können wir Ihnen anbieten. Natürlich aus Italien, China, Indien, Brasilien und auch aus Deutschland haben wir eine sehr große Auswahl an Steinmaterialien. Wir gehen auf 20er Stärke. Individuelle Sonderanfertigungen sowie der optimale Zuschnitt der Natursteinplatten erfolgen direkt im rund einem Kilometer entfernten Fachbetrieb. Höchste Präzision, selbst bei schwierigsten Einzelanfertigungen, sind hier dank modernster Technik und dem Know-how der Mitarbeiter kein Problem. Wir kommen natürlich raus, machen die Aufmaße, ja, ganz genau nach Millimetern. Und egal, ob Sie jetzt untergebaute Becken zum Beispiel haben und die sehr aufwendig sind, wo dann die Innenkanten poliert werden, das können Sie bei uns alles genau nachverfolgen. Und wir haben eine sehr, sehr große Auswahl an allen Natursteinen, die es auf dieser ganzen Welt zu finden gibt. Im Natursteinsortiment finden Kunden Terrassenplatten, Blockstufen, Palisaden oder zum Beispiel Mauersteine aus vielen verschiedenen Gesteinsarten wie Granit, Sandstein, Kalkstein, Basalt sowie XXL-Keramikplatten für den Außenbereich in verblüffend naturnaher Optik. Einer der Hauptpunkte bei Natursteinbrüche Bergisch Land ist die Beratung. Wir haben ja sehr viele hochversierte Mitarbeiter im Innendienst, die die Kunden anständig beraten, damit sichergestellt ist, dass Artikel, die wir verkaufen, perfekt eingebaut werden. Wenn ein Kunde zu uns kommt, wird er eigentlich erstmal gefragt, in welche Stilrichtung überhaupt er die Einrichtung haben will. Weil es gibt ja verschiedenste Stile wie modern, klassisch, ja, rustikal. Ja, und da ist eigentlich erstmal das Gespür gefragt von uns, das rauszufinden, weil wir wollen dem Kunden nicht irgendwas verkaufen, sondern ihn wirklich beraten. Ja, er muss hinterher hundertprozentig zufrieden sein. Ja, das ist unser größter Ansporn, den wir haben. Und ihn einfach für das Material Naturstein zu begeistern, ja, weil es ist eine langwertige Geldanlage auch, ja, wo jemand wirklich jahrelang Freude dran haben wird. Der hauseigene Steinmetz Toby McGuire hat hier seinen Traumarbeitsplatz gefunden. Ja, wir importieren Dekorationen aus verschiedenen Ländern. Und wir haben auch seit geraumer Zeit hier einen eigenen Steinmetz, der bei Bedarf Produkte für den Kunden herstellt. Hochwertige Produkte, angefertigte Produkte aus unserem eigenen Stein möglicherweise oder auch in der Bearbeitung von importierten Steinen. Auf einer riesigen Outdoor-Ausstellungsfläche können sich Privatkunden sowie Garten- und Landschaftsbauer über die angesagten Produkte, Trends und die technische Umsetzung ihres Wunschgartens informieren. Wir haben uns vor 2 Jahren dazu entschlossen, unsere Außenausstellung zu erweitern, um den Kunden mehr Möglichkeiten zu geben, sich inspirieren zu lassen und die Materialien nicht nur als Muster zu sehen oder auf unserem Lager, sondern auch komplett im Verbau. Weil einfach der Kunde sonst das Problem hat, sich nicht immer vorstellen zu können, wie es nachher aussieht. Auf rund 4000 Quadratmeter Ausstellungsfläche finden unsere Kunden alles rund um den Naturstein für Haus und Garten. Mit unseren außergewöhnlichen Skulpturen unterschiedlichster Stilrichtungen schaffen sie Oasen der Ruhe. Die ausgestellten Gartenbrunnen und Wasserspiele sind eine echte Bereicherung und ein Eyecatcher für jeden Garten. Für mich als Steinmetz ist natürlich der Stein an sich nach wie vor faszinierend. Das heißt, wir
fördern unseren eigenen Kalkstein, die Entstehung davon, die Eigenarten und der Charakter des Steins. Das ist das Besondere, aber daneben auch die Haltbarkeit, weil die Pyramiden stehen noch, die meisten Holztempel nicht mehr. Die Faszination für mich alleine beim Naturstein ist einfach die Einzigartigkeit. Kein Stein gleicht dem anderen. Ja, es ist ein absolut individuelles Material. Es lässt sich ganz toll bearbeiten und ist einfach absolut facettenreich. An den Natursteinbrüchen, du kannst dich individuell wirklich eigenständig einbringen und dadurch auch gewisse Highlights erleben. Und das macht immer wieder Spaß. Jeden Tag erlebst du was Neues, jeden Tag ist überhaupt in der freien Natur zu arbeiten doch ein schöner Tag. Ein Spielplatz für große Leute, ja, große Jungs. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken. Machen Sie doch auch einmal eine Reise zu den Natursteinbrüchen Bergisches Land. Ein Besuch lohnt sich. Garantiert. Besuchen Sie uns im Internet unter www.natursteinbrüche.de. Natursteinbrüche Bergisch Land. Gut beraten zum Traumgarten.